Das lange Warten hat ein Ende. Jetzt beginnt Karl Mays spannendes Abenteuer, der Ölprinz. Masken runternehmen. Ich weiß sowieso, wer ihr seid. Die verfluchten Feinders. Nein, wie niedlich. Ein schlaues Kerlchen. Na los, weg mit den Waffen. Und wo versteckt sich euer Boss? Grinley, dieser Teufel. Teufel? Zu viel der Ehre. Wo steckst du? Gottverdammter Ölprinz! Zeig dich! Aber gerne doch! Hallo, Mr. Jackson! Schön, Sie wiederzusehen! Männer, ihr wisst Bescheid. Na los, alle in die Hütte. Aber doch nicht so grob, mein Lieber. Wir sind doch alles kultivierte Menschen. Nicht wahr, Mr. Jackson? Wenn er nun bitte so freundlich wird. Ihr habt es gehört, Leute. Tut, was er sagt. Na los, du auch, du Wurm. Was wollt ihr? Hier am Gloomy Water ist nichts zu holen. Wir haben wirklich alles versucht. Knochen trocken. Es gibt hier keinen einzigen Tropfen Öl. Ja, ja, ich weiß. Und genau das darf auch niemand erfahren. Bruderherz, mit dem größten Vergnügen. Nein. Nein. Nicht du. Du elender Satan! Du Schwein! Ich habe keine Angst vor dem Tod! Na wunderbar! Es trifft sich ja bestens! Papa Papier 100 Pro. Bald kommt unser erster Kunde. Ja, meinst du, der Banker fällt drauf rein? Er sieht doch alles ganz gut aus. Bohrtürme, Werkzeuge, alles da. Fehlt nur noch eine unbedeutende Kleinigkeit. Das Öl. Ach was, vergiss die schwarze Brühe. Ich werde ein paar Ölfässer über die alte Bahnstrecke herbeischleppen. Und die gießen wir dann in den See und in dieses verdammte Bohrloch. Ha. Und wenn es dann sprudelt, da werden diese gierigen Geldhaie ihren Verstand ausschalten und jeden Vertrag unterschreiben. Ich habe auch eine geniale Idee. Die Gewehre und den ganzen Kram, das verhökern wir im Penny Saloon. Ja, richtig. Penny. Ja, grüß mir den alten Gauner. Aber lasst euch nicht wieder übers Ohr hauen. Aber wir doch nicht. Und saft doch nicht den Rest eures Hirns weg! Ist wahrscheinlich eh zu spät. Schafft Platz für die Ölfässer! Wird nicht lange dauern, bis ich zurück bin! Nur eine halbe Tagesreise vom Gloomy Water entfernt, reitet ein berühmter Westmann durch die unendliche Prärie von Arizona. Old Shatterhand will seinen Blutsbruder Winnetou treffen.
Beide haben sich auf der Jagd nach dem Mörder Santa getrennt. Doch nun hat Winnetou seinem Bruder eine geheimnisvolle Nachricht zukommen lassen. In den Jagdgründen der Apachen wird der Tomahawk des Krieges ausgegraben. Charlie wird Winnetou treffen, wenn 9 Sonnen vergangen sind. Mein Bruder kennt den Ort, an dem wir uns getrennt haben. Wenn die Schatten der Berge das Ufer des Flusses erreichen, wird Winnetou dort sein. Winnetou! Auch ich freue mich, dich endlich wiederzusehen. Wie ist es Winnetou ergangen? Die Sonne steigt und fällt nieder. Die Tage kommen und gehen. Das Gras wächst und verdorrt. Winnetou jedoch ist derselbe geblieben. Hat mein Bruder viel erlebt, seit ich ihn das letzte Mal sah? Viel. Und nicht jeder Tag war schön. Unter den Blumen der Prärie gibt es manche giftige. Wenn wir am Lagerfeuer sitzen, werden wir erzählen. Nicht weit von hier können wir lagern. Winnetou hat einen Waschbären geschossen. Ah, da läuft mir ja das Wasser im Mund zusammen. Aber Winnetou schrieb in seiner Nachricht sehr ernste Worte. Es droht Krieg, Charlie. Navajos und Nichoras wollen einander vernichten. Beide Stämme gehören doch zu den Apachen. Deshalb ist Winnetous Herz sehr schwer. Als Häuptling aller Apachen wird er im Dorf der Navajos versuchen, seine Brüder von Frieden zu überzeugen. Lagern wir. Morgen früh reiten wir zu den Navajos. Wer auf dem gewöhnlichen Weg von El Paso del Norte über den Rio Colorado nach Kalifornien hinüber will, der kommt noch, bevor er Arizonas Hauptstadt Tucson erreicht, an der alten Mission San Javier del Bac vorbei. In der Nähe hat sich ein Ire niedergelassen, den alle Paddy nennen. In seinem Store verkauft er aber nur eines, selbstgebrannten Schnaps. Ein wahres Teufelszeug. Hola, du alte Hexe. Bring uns was zu saufen. Hast du was mit den Ohren? Hol uns Brandy. Meine Männer und ich haben Durst. Du alter Giftmischer! Mr. Butler! Na los, komm raus mit deiner Schwefelsäure! Wir haben Durst! Ach, die Feiners! Wie schön! Den ganzen Tag ist kein einziger Gast zu sehen! Die roten Halunken wollen das Trinken nicht lernen! Wenn jetzt auch kein Fremder kommt, dann kann ich mir Löcher in den eigenen Magen brennen! Ja. Es heißt, man begeht Selbstmord, wenn man von deiner Brühe trinkt. Cheers! Auf ein langes Leben! Und darauf habe ich nun 2 Jahre lang gewartet. Können wir denn heute ein gutes Geschäft machen? Wenn du eigentlich wieder übers Ohr haust, du alter Verbrecher. Nicht schlimmer, als ich andere übers Ohr hau, Mr. Butler. Das ist erstklassige Ware. An der gibt's nichts auszusetzen, oder? Wer's will mein Leben? Wer kommt denn da? Seit wann können denn Vogelscheuchen laufen? Bin ich hier richtig bei Paddy
Saloon, wenn ich mich nicht irre. Ihr irrt euch nicht. Aber ihr seht nicht so aus, als ob ihr für einen guten Brandy auch zahlt. Keine Sorge. Hab genug Dollar bei mir, wenn ich mich nicht irre. Das ist doch mal eine Ansage. Na kommt, setzt euch zu uns, Mister. Falke. Ich heiße Samuel Falke. Bin als Fallensteller unterwegs. Jage Waschbären, Opossums und Grizzlies. Ist der früher mal ein Schneider? Schneider! Bei dem Mantel habt ihr Pleite gemacht. Genau. Aber so ein Bankrott ist meist ein ziemlich gutes Geschäft. Den Trottel nehmen wir aus, okay? Verstanden? Arizona hat Bewohner mit nem Colt'n Schießgewehr. Find die Besten hier im Westen und drum kommt der Kantor her. Abenteuer, Erfolg. In Spelunken sind dafür ja wie gemacht. Ja. Gut, das mit den Halunken und den Spelunken. Das dürfen Sie natürlich nicht so ernst nehmen. Nee, ich grüße Sie, ich darf mich Ihnen kurz vorstellen, damit Sie sicherstellen und feststellen, wer sich jetzt hier hinstellt. Nee. Mein Name ist Kantor Emeritus Matthäus Aurelius Hampel aus Glotzsche bei Dresden. Ausrufezeichen. Einen Drink für euch! Zur Begrüßung, Mr. Spirit. Ach, das wäre aber nicht nötig gewesen. Ach, das ist aber schön. Mensch, das ist aber nett von Ihnen. Oh, Sie haben aber auch eine schöne Außengastronomie hier. Ne? Muss man sagen, ja. Ja. So, ja gut, dann erheben wir unsere Gläschen zur Freud und Kurzweil unseres Bläschens. Ne? Stößchen. Das ist so nett von Ihnen, wirklich. Ui. Der ist aber mild und bekömmlich, ne? Da hat also nur noch unser Messwein in Klatsche, hat noch mehr Wumms als das sei ihm. Aber trotzdem, ein bisschen Wasser schadet nicht. Wahnsinn, ich habe hier immer was dabei. Mit? Ja, Schatzi, und los. Wasser, hab ich gesagt, Wasser, ja. So, Mahlzeit. Genug. Was macht ihr denn hier für den Westen, Herr Kantor? Kantor Emeritus, bitteschön. Kantor Emeritus, so viel Zeit muss sein. Nicht? Wissen Sie, ich bin gerade dabei, eine Heldenoper zu komponieren. Nicht? Und zwar so eine Heldenoper in 12 Akten. Also so für 3 Theaterabende. Also 4 Akte pro Abend, nicht? Also sowas Kurzes. Und deswegen muss ich jetzt Abenteuer erleben, wissen Sie, so richtig schöne Abenteuer, und ich muss Helden kennenlernen. Kennen Sie zufällig welche? Ja, aber hallo. Ach, Entschuldigung, ich bin mit diesem Gentleman hier im Gespräch. Eben drum. Kommen wir zur Sache. Was haltet ihr von einer Wette? Eine Wette? Was sollen wir denn machen? Ja, wir schießen auf diese Dose da. In Ordnung? Ich setze $1. $1? Kein Gentleman bettet unter $100. Ach, 100? Haben Sie gerade $100 gesagt? Wissen Sie was? Unsere Frau Ebersbach beim Treck, ja? Die hat noch viel mehr Penunze als diese läppischen $100. Das ist ja Peanuts. Habt ihr das gehört, Männer? Mit so viel Schotter reißt die Lady durch die Gegend. Ja. Ich schieße zuerst. Sehr, wenn ich mich nicht irre. Verdammt! Meine schöne Destille! Sollte denn mein Schnaps brennen? Ihr habt mich abgelenkt. Wie nun tröstlich, wenn ich mich nicht irre. So, Liddy, jetzt zielen wir nach oben rechts. Vielleicht treffen wir was unten links. Oh. Ihr seid die Feinders, aber gleich erkannt, Herr Kantor. Helfen Sie mir mal, die Burschen zu fesseln. Sind üble Kerle. Ja. Das sind üble Kerle. Oh, die müssen wir verachten. Ja. Die werden auch gefesselt. Ja. Was? Ist genauso, Garner. Ich sehe mal nach, dass die Destille nicht mehr brennt, soll hier kein Großfeuer werden. Ja, so ein Gauner. Hier festhalten. So, jetzt schön zusammen. Ganz dicht zusammen. Ganz dicht zusammenrücken. So, jetzt hier. Und jetzt machen wir hier. Hier ist gut. Hier machen wir einen schönen Knoten. Nee. Mal so einen richtig schönen Knoten rein. Ach, hier machen wir einen Finger drauf. Genau.
Sehr schön. Ja, wer nichts wird, wird, wird. Nicht? Ja, ja. Aber wissen Sie was? Ich räume trotzdem mal hier Ihre Außengastronomie weg. Falls es regnet, man weiß ja nicht. Herr Kantor! Kantor Emeritus! Shh. Kantor Emeritus! Ihr seid doch ein Menschenfreund, ein wahrer Künstler. Oh, ja, gut, wenn Sie das so sagen, dann wird's wohl stimmen, nicht? Wissen Sie was? Ich binde Sie alle in meine Oper ein. Oh nein, wie freundlich, aber bindet uns doch zuerst einmal los. Dieser Mr. Falke, was wisst ihr eigentlich über den? Über den? Ah, über den? Über den weiß ich eigentlich 0, wenig. Ja, dann könnt ihr dem doch auch nicht vertrauen. So ein kluges Kerlchen wie ihr. Gebt eurem Herzen einen Stoß. Ja, ja. Wir kommen auch alle zu euch in die Oper. Wirklich? Ja, versprochen. Meinen Sie das auch ehrlich? Ja, ich gebe euch mein Ehrenwort. Ich gebe mir das Ehrenwort. Na, dann muss ich ja, nicht? Dann muss ich jetzt hier einen guten Schnitt machen, nicht? Ein Messerchen. Sie haben ein Messerchen dabei. Ja, ja, ganz Kartoffeln. Auch das ist ja schön. Ja, ach, so ein Zufall. So, hier ist doch gut. So, schnipp, schnapp. So, wieder so. Oh, wir sind untröstlich. Wir haben es eilig. Wir müssen in die Bibelstunde. Ich auch. Der Laden ist bis auf Weiteres geschlossen. Oh, der Laden ist schade. Schöner Laden, ne? Was ist denn hier los? Ja, hier ist nicht so viel los. Ne? Wissen Sie, die Herren hatten einen wichtigen Termin. Was soll ich machen? Ne? Aber wissen Sie was? Ich baue die alle in meine Oper ein. Ja, und zwar schon in die Ouvertüre. Ich pfeife auf eure Ofentüre. Banditen sind das. Und ihr habt ihn von dem vielen Geld beim Track erzählt. Zeigt mir den Weg dorthin, schnell! Ja, gleich. Aber erst zeige ich Ihnen was anderes. Jetzt schauen Sie mal. So was haben Sie noch nicht gesehen. So, jetzt geht's los. So. Ja, ja. Nee. So, jetzt push, 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 push. So, sehen Sie? Das Autoschen hat schon die Fähre aufgenommen. So, jetzt müssen wir nur noch hinterher. Das ist leider der einzige Haken. Leider zum Fuß. Kommen Sie. Auf, auf, auf. Nicht so schnell! Das Dorf der Navajos ist ein friedlicher Ort. Häuptling Nitzas Ini, der große Donner, führt sein Volk mit gerechter Hand. Doch es droht ein Krieg, der alle Völker der Apachen zu vernichten droht. Nicht willkommen, denn sie lieben nicht den Frieden. Frieden? Hörst du, Kamaku? Der alte Mann redet wirr. Scheint, die vielen Sommer haben seinen Geist getrübt. Nitasini hat den Frieden verraten, als er den Pakt mit den Kojoten von Bleichgesichtern schloss. Die Navajos werden Seite an Seite mit den Weißen leben. Möge Manitou Tod und Verderben über sie alle bringen. Verlasst uns dort auf. Und wenn die Nichoras nicht gehen, dann werden die Navajos euch vertreiben. Mit Blut und Tod. Ja. Krieger, schleudert die Tomahawks! Nein. Lasst die Waffen sinken. Sonst schicke ich euch Kugeln aus meinem Zaubergewehr. Verschwinde, Bleichgesicht. Dies ist eine Beratung roter Männer. Old Shatterhand wird bleiben. Er ist unser Freund. Kein Weißer kann der Freund eines Roten sein. Winnetou grüßt die Navajos und dankt für ihre Gastfreundschaft. Winnetou mag unser Dorf als sein Zuhause betrachten.
Auch Old Shatterhand ist unser Gast. Wir danken dem großen Donner. Der Häuptling der Nichoras ist ein großer Jäger und ein tapferer Krieger. Er hat die stärksten Büffel mit nur einem einzigen Pfeil getötet. Darum wird er Mokashi genannt. Der starke Büffel. Mokashi kennt seinen eigenen Namen. Ich möchte als Freund zu dir sprechen, Mokashi. Bitte sag mir, wer ich bin. Du bist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Mokashi hat wahr gesprochen. Aber warum nannte er nicht die Mescaleros, zu deren Stamm Winnetou gehört? Weil alle Stämme der Apachen dich als Häuptling anerkennen. So ist es. Winnetou ist der Häuptling aller Apachen, auch der Navajos und der Nichoras. Wir alle sind Brüder. Warum will ein Bruder das Blut seines Bruders vergießen? Nitazini schickte seinen Sohn Shiso ins Land der Weißen. Als Verräter an seinem Volk. Kehrt Shiso nun zurück. Shiso war in Deutschland, um mehr über unsere Art zu leben zu erfahren. Es ist gut, wenn man etwas über fremde Kulturen lernt. Doch bringt Shiso Bleichgesichter mit hierher. Die Weißen werden auf dem Land der Navajos ihre hölzernen Wigwams bauen und in Frieden mit uns leben. Deshalb ist auch Nitazini ein Verräter. Erst kommen wenige Bleichgesichter, aber dann immer mehr. Die Nichoras werden alle Weißen töten und jeden, der sich ihnen dabei in den Weg stellt. Im Südosten leben die Comanche, die Todfeinde der Apachen. Stellen wir uns den gemeinsamen Feind und bekämpfen nicht unsere Brüder. Seht, ein Zeichen Manitus. Kuinta, das Feuerauge verkündet die Botschaft des Friedens. Nur der Adler kennt die Welt jenseits der Wolken. Winnetou denkt nicht wie ein roter Mann, sondern wie ein verfluchtes Bleichgesicht. Mokashi fordert ihn zum Kampf. Der starke Büffel wird der neue Häuptling aller Apachen sein. Winnetou stellt sich dem Kampf. Kamaku, drei Finger, kämpft gegen Old Shatterhand. Er wird das erste Bleichgesicht sein, das durch die Hand der Nichoras stirbt. Da freu dich nicht so früh, mein Lieber. Da hat meine Faust auch noch ein Wort mitzureden. Möge der Kampf beginnen! Es ist noch nicht zu spät, einen neuen Weg zu gehen, Mokashi. Der Gott des Todes soll euch alle verschlingen. Vorsicht! Denen ist nicht zu helfen. Mein Bruder hat alles versucht. Die Nichoras ertrinken in einem Meer aus Hass. Keine Gefahr ist größer als der Hass, der aus Menschen wilde Tiere macht. Wobei kein Tier weiß, was Hass bedeutet. Lasst uns nun im Tipi beraten, die Pfeife der Freundschaft rauchen und feiern, dass Nitazini seinen Sohn Shiso bald wieder in seine Arme schließen wird. Denkt mein Bruder dasselbe wie ich?
Die Nichoras sind viel zu schnell verschwunden. Mokashi hat vor den Augen der Navajos seine Ehre verloren. Mokashi? Der wird doch wohl nicht! Komakayukane! Matitashini! Mokashi! Ah. Was ist, Charlie? Mokashi! Ich bin bei euch. Der große Donner ist tot. Wir müssen den Dreck warnen. Die Lichoras werden keine Gnade mit den Siedlern kennen. Wir folgen den feigen Mördern. Aber noch nicht gleich. Kayawe. Winnetou und Old Shatterhand trauern mit den Navajos. Nitsas Ini wurde feige ermordet. Doch sein Volk wird ihn mit allen Ehren zu Grabe tragen, so wie es ein großer Krieger verdient. Am Gloomy Water haben die Finders das Ölfeld so hergerichtet, dass von den Schäden durch das Feuer nichts mehr zu sehen ist. Als Butler und seine Männer eintreffen, kündigt sich gerade die Rückkehr des Ölprinzen an. Ah, da kommt mein Bruder mit dem Öl. Vorsicht! Die Schienen sind da vorne zu Ende. Okay, hier müssen wir aufpassen, Männer. Wir brauchen einen Prellbock. Die Bahnstrecke wurde nie zu Ende gebaut. Ja, warum eigentlich nicht? Wegen der verlausten Rothäute. Ja, genau. Die Nichoras haben die Bahnarbeiter immer wieder überfallen. Und die haben dann irgendwann aufgegeben. Ha, zu unserem großen Glück. Auch, dass dieser alte Kran von den Gleisarbeiten noch da ist. Ja, müssen wir uns mit diesen Sachen nicht auch noch abschleppen. Vorsicht! Verdammt nochmal! Könnt ihr nicht besser aufpassen? Was für Idioten! Entspann dich, Bruderherz. Bald sind wir steinreich und rauchen fette Zigarren auf dem schicksten Mississippi-Dampfer. Ein Traum! Ja, dein Traum vielleicht. Mich kriegen keine 10 Pferde mehr auf ein Schiff. Schade eigentlich. Hör mal zu. Ich hab da neulich bei Penny was aufgeschnappt. Ja, dann spuck's aus. Mach's nicht so spannend. Da kommt ein deutscher Treck. Und eine Frau namens Ebersbach hat eine Menge Schotter dabei. Weißt du was, Bruderherz? Die Kohle, die holen wir uns. Das ist wieder mal so typisch für dich. Das sind doch Peanuts. Ich habe viel größere Pläne. Hör auf, mich wie so einen dummen Jungen zu behandeln. Du bist und bleibst eben mein kleiner Bruder. Stiefbruder. Oh ja, richtig. Ich vergaß. Jetzt weiß ich auch, warum ich mehr im Kopf habe als du. Deiner taugt ja höchstens dazu, diesen alten, schäbigen Hut zu tragen. Ohne mich und meine Männer wärst du doch nichts. Ein alberner Lackaffe, ein Schnösel mit einer Glitzerweste. Ohne mich würdet ihr längst alle am verdammten Galgen baumeln. Ihr seid doch nichts anderes als dumme Strauchdiebe, Vollidioten. Entschuldige, ich wollte das nicht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, aber das macht doch nichts. Ja. Sowas kann schon mal passieren. Wirklich. Aber es darf nicht passieren. Ah, wage es nicht, doch ein einziges Mal deine Hand gegen mich zu erheben. Oder auch nur meine Autorität in Frage zu stellen. Sonst töte ich dich. Auch wenn du mein Bruder bist. Blut ist dicker als Wasser. Aber Öl.
Öl ist dicker als Blut. So, und jetzt wollen wir mal sehen, ob der kommt, geladen. Aber das kannst du doch nicht machen. Ich bin doch dein Bruder, das kannst du... Oh, da hat aber jemand großes Glück gehabt. Ja, ich bin halt meines Bruders Hüter. Und was ist mit euch? Wollte von euch keiner helfen? Siehst du? Sie hören auf mich. Du bist zwar ihr Boss, aber ich bin deiner. Danke. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich wollte das nicht. Seht alle her. So geht es jedem, der sich mit dem Ölprinzen anlegt. Ich hoffe, die Fronten sind nun geklärt. Also los, zurück an die Arbeit. Gieß die schwarze Brühe endlich in dieses verdammte Bohrloch. Wo reitest du hin? Ich kümmere mich um unsere Geschäfte, wenn du nichts dagegen hast. Und ihr seht zu, dass hier alles bereit steht. Der Colt, der war doch nicht geladen, oder? Dafür wirst du bezahlen. Das schwöre ich, du Bastard! Was glotzt ihr so? Steht an den Turm und glotzt! Bewegt euch! Komm, still und Maulaffenfrei halten, das gibt's bei mir nicht! Dafür werdet ihr nicht bezahlt! Ich mach euch Beine, ihr faules Pack! In Europa herrschen unruhige Zeiten. Deshalb suchen viele Menschen ihr Glück auf der anderen Seite der Erdkugel, in der neuen Welt. Zu denen, die im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein neues Leben beginnen wollen, gehört eine Gruppe von deutschen Auswanderern. Chiso, der Häuptlingssohn der Navajos, führt sie in die Jagdgründe seines Stammes. Meiner Väter liegt nur noch eine Tagesreise entfernt. Ausspannen! Aber hier rasten wir nur kurz. Ich kann's kaum erwarten. Chiso, unser neues Leben fängt an. Das wird wunderschön. Wir beide gemeinsam auf einer Farm. Es fühlt sich an wie ein Traum. Es wird bald wahr sein. Doch vor der Nacht müssen wir weiterfahren. Ich gebe Frau Ebersbach Bescheid. Frau Ebersbach! Putz, Donnerwetter! Da hört man sich mal zwei Minuten aufs Ohr. Und schon wird Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstern, verwitwete Leiermüller, gestört. Was gibt's denn, Liz? Die Tiere müssen verschnaufen. Walter! Was? Entschuldigung, ich war einen kleinen Moment in Gedanken. Bring die Tiere dort, in den Canyon, zum Grasen. Gut. Leute, ihr habt gehört, was Chiso gesagt hat. Alles, was sie ja sagt, gackert, meckert darüber hinter dem Fels. Na los. Ach, Julius, sag doch auch mal was. Immer muss ich alles alleine organisieren. Ach, Julius. Eine schwache Frau. Fühlt sich an der Seite eines Mannsbildes doch gleich viel sicherer. Ich helfe Chiso bei den Tieren. Halt! Nichts da, Lissy. Ich habe deinen Eltern hoch und heilig versprochen, dass ich dich heil ans Ziel bringe. Aber... Und was Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstern, verwitwete Leiermüller, verspricht, das hält sie auch. Ja, genau.
Wenn ich nur wüsste, wo dieser vermaledeite Kantor schon wieder steckt. Vielleicht wurde er vom Banditen verschleppt. Ha! So viel Glück haben wir nicht, Lissy. Ah, da ist er ja. Huhu. Na endlich, Herr Kantor. Ach, Frau Ebersbach, es heißt doch Kantor Emeritus, das wissen Sie doch. Schnauze, Sie, eure Quäler. Ja. Wo habt ihr schon wieder gesteckt, hä? Ach, Frau Ebersbach, hier und da und natürlich auch dort. Wissen Sie, ich war musikalisch, war ich ganz in Gedanken. Nicht? Aber jetzt, hören Sie, jetzt knurrt mein Magen schon in S-Dur. Und wen bringt ihr da mit? Eine wandelnde Altkleidersammlung. Man nennt mich Sam Hawkins. Bin ein ziemlich berühmter Westmann, wenn ich mich nicht irre. Tatsächlich. Also für mich seht ihr weder ziemlich noch berühmt aus. Frau Ebersbach, das ist ein Landsmann. Der heißt eigentlich Samuel Falke, nicht? Der ist Schneider von Beruf. Aber hier fängt er halt Waschbären und so kleine Tiere. Also in Deutschland war mein Name tatsächlich Samuel Falke. Falke heißt auf Englisch Hawk. Und drum kennt man mich hier im ganzen Westen als Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Hat der was getrunken? Eine Gangsterbande hat es, aber ich hab gesehen. Die Finders. Ich glaube euch kein Wort. Dann lasst euch in aller Ruhe überfallen und ermorden. Was? Nur weil der Herr Kantor seinen Mund nicht halten konnte. Der Kantor ist schuld? Na, das klingt doch gleich viel glaubwürdiger. Hier wird uns wohl nichts passieren. Die Felsen bieten uns Schutz. Gut. Ach, entschuldigt, dass ich so unhöflich war. Gestanden. Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstefer, Witwitte Leier Müller. Das da. Das ist Schmiedemeister Julius Ebersbach. Mein Göttergatte. Und woher kennt ihr den Herrn Kantor? Ich singe bei ihm im Kirchenchor. Im Sopran. Danke, Walter. Apropos singen, Frau Ebersbach, ist ja eine fantastische Idee. Deswegen haben wir ja auch extra hier die Orgel mitgebracht. Nee. So, ja, ja. So, dann wollen wir mal. Kinderchen, lasst mich mal durch. So, dann. Hopsala, ei, ei, ach, wie gut, dass ich so schön schlank bin und hier so gut passe. Okay. So, dann wollen wir und los geht's. Oh. Au! Kein Genudel vor dem Essen und kein Schlag im Essen. Aber ich habe doch so eine schöne Komposition im Kopf, Frau Ebersbach. Nein, doch, nein, doch, nein, doch, ich doch. Ich mal, wie wir hier im Wilden Westen Musik machen. Aber die Augen, ich habe doch die Augen. Wuppa!
ist diese Leidenschaft? Ah, du bist eine richtige Teaser. Frau Ebersbach, wir müssen weiterfahren. Wir übernachten in einem Talkessel, etwas südlich von hier. Gut. Spann die Pferde ein. Ich helfe Schissot. Na gut. Oh. Oh, Frau Ebersbach, schauen Sie mal, hier sind noch ein paar neue Ankömmlinge angekommen. Hier. Oh ja, richtig. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Wir kommen aus Brownsville. Das hier ist Mr. Duncan. Oh, nicht zu Duncan. Mr. Duncan ist Bankier. Ich bin Mr. Baumgarten, sein Buchhalter. Wir sind hier in der Gegend mit einem Mr. Grimley verabredet, nennt sich auch Ölprinz. Es geht um ein lukratives Geschäft. Das sollte man nicht gleich jedem auf die Nase binden, Sir. Papalapa, Baumgarten, du seid viel zu ängstlich. Können wir uns euch ein Stück anschließen? Bitte, das wäre mir genehmer, als einsam durch die Prärie zu tapsen. Aber selbstverständlich. Rosalie Ebersbach, geboren im Augenstein, mit Nikolaia Müller, schickt euch nicht weg. Kapit. Vielen Dank. Das nenne ich mal eine echte Lady. Mr. Hawkins, kommt doch auch mit. Und los geht's. Ich verstehe das nicht. Weit kann der Dreck nicht mehr sein, aber nirgendwo eine Spur. Chisot ist eben ein kluger Krieger. Er führt die Menschen aus Charlies Heimat auf verborgenen Wegen. Doch dort, sieh, Charlie. Wagenspuren? Dann kommen wir hoffentlich nicht zu spät. Wenn wir die Fährte entdecken, werden es die Nicholas erst recht tun. Waren Sie schon immer so ein kriegerischer Stamm? Mukashis Vater war ein weiser Häuptling, der den Frieden liebte. Mukashi selbst kennt nur das Recht des Stärkeren. Um nicht vernichtet zu werden, will er alle anderen vernichten. Das wird zu einem Morden auf den Prärien führen. Und deshalb müssen wir ihn aufhalten. Reiten wir, Charlie. Halten wir nach dem Planwagen Ausschau. Nach ihrer Flucht aus dem Dorf der Navajos haben sich die Nihoras in ihr Pueblo zurückgezogen. Dorthin, wo sie vor neugierigen Blicken sicher sind. An diesem verborgenen Ort wollen Mukashi und seine Krieger jemanden treffen. Sieh, Kamaku, unsere Brüder kommen zur vereinbarten Stunde. Der Ölprinz verspätet sich nie. Ich grüße meinen Freund Mukashi. Und wir haben euch auch was Feines mitgebracht. Nizazini, der feige Hund ist tot. Wie es der Ölprinz wollte. Auf das Wort der Nichoras ist Verlass. Dann habt ihr auch eine Belohnung verdient. Hoho! Ein Falke! Ach, was für ein wunderbares Tier! Schnell, wendig, mit scharfem Blick und absolut tödlich! Alles Eigenschaften, die ich sehr bewundere. Mukashi! Ich werde dir helfen, die Navajos zu besiegen. Ihr Stamm soll von der Landkarte verschwinden. Und wegen des Indianerkrieges traut sich kein Weißer mehr in diese Gegend. Das tut doch jetzt überhaupt nicht zur Sache. Und auch nicht ans Gloomy Water. Die Bleichgesichter sollen die Tomahawks der Nichoras fürchten. Aber da gibt es noch etwas, was du für uns tun könntest, Mukashi. Mein Bruder Grinley mag frei sprechen. Wer uns Feuerwasser bringt, ist ein wahrer Freund. Ihr wisst ja, dass in nächster Zeit ein großer Treck durch eure Jagdgründe fährt. Ja, und diese weißen Bastarde haben bestimmt jede Menge Schatz. Mit einem weißen Mann. Mit einem weißen Mann, der mein Freund ist. Ein Bankier. Gieriger Geldsack, der stinkt vom Moneten. Ja, das schaffst du auch ohne. Mukashi. Ich werde bei Ihnen sein und ich will, dass die Nichoras diesen Dreck überfallen und den weißen Mann gefangen nehmen. Warum sollen Sie das tun? Ihr sollt ihn ja nur zum Schein gefangen nehmen. Ich werde ihn dann befreien. Kamaku versteht die Gedanken der Bleichgesichter nicht.
Der weiße Mann wird sehr dankbar sein und viele gute Geschäfte mit mir machen. Wenn du verstehst, was ich meine. So soll es geschehen. Hau! Gut, aber bedenke, bei dem Überfall darf dem weißen Mann kein Haar gekrümmt werden. Deine Augen müssen so scharf sein wie die des Falken. Wir lassen uns doch von meinem Bruder nicht vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben. Er glaubt doch allen Ernstes, er kann uns Vorschriften machen. Wir werden uns diesen Dreck unter den Nagel reißen, aber schnauze kein Wort. Ich treffe mich jetzt mit diesem Banker. Und ihr seht zu, dass am Clumy Water alles bereitsteht. Ist das klar? Glasklar, Bruderherz. Wir sehen uns am Clumy Water. Gerade noch rechtzeitig vor dem Dunkelwerden erreichen die erschöpften Auswanderer den Talkessel, von dem Shiso gesprochen hat. Aber einer aus der Gruppe fehlt mal wieder. Hier sollten wir sicher sein. Gut. Ausspannen! Wenn ich den Kanto erwische, erinnert mich daran, dass ich ihn umbringe. Wo steckt der schon wieder? Bunker vergeht nicht, wenn ich mich nicht irre. Befürchte ich auch. Gut, lasst uns unser Nachtlager aufschlagen. Bringt die Tiere nachts dann oben an den Felsen, da sind sie sicher. Oh, mein Herz hüpft vor Freude, wenn ich mich nicht irre. Wer sind diese Herren, Mr. Hawkins? Sind sie gefährlich? Gefährlich? Und wie? Aber nur für Spitzbuben. Das sind die berühmtesten Helden von allen. Das sind Winnetou und mein geliebtes Greenhorn und Shatterhand. Na, dann ist ja in Ordnung. Julius, da kommt. Charlie, altes Greenhorn, endlich sehen wir uns wieder. Und nimm du auf, wenn ich mich nicht irre. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass ihr alle wohlbehalten seid. Warum auch nicht? Gestatten. Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstern, vermietete Leiermüller. Setzen wir uns doch. Bitte. Bitte. Auch Winnetou grüßt die Bleichgesichter. Die Siedler sind über das große Wasser gekommen. Ja, um hier neu anzufangen. In Deutschland ist der Teufel los. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar. Wofür, Frau Ebersbach? Na, für unsere neue Heimat hier. Aber ihr habt doch das alles erst möglich gemacht, Frau Ebersbach. Die Überfahrt bezahlt, den Treck ausgestattet, mit eurem privaten Geld. Ja, aber Schießos Stamm schenkt uns hier ein neues Zuhause. Es muss schwer sein, seine Heimat zu verlassen. Kein Mensch geht von seinem Zuhause fort. Wenn er es nicht unbedingt muss. Richtig, Winnetou. Kein Mensch bei uns drüben würde einem armen Teufel ein solches Geschenk machen. Drüben bei uns würde uns niemand auch nur das kleinste Feld oder Gartenstück schenken. Aber hier, da geben uns die Navajos ein Stück Land so groß. Da können wir ein ganzes Rittergut drauf bauen. Viehhaus und Hof gleich dazu. Mein Vater wird euch mit Freude willkommen heißen. Auf die Roten lasse ich nichts mehr kommen. Die sind mir ab jetzt viel lieber als die Weißen. Winnetou liebt alle Menschen. Gleichgültig, welche Hautfarbe sie besitzen. Wenn sie nur das Gute tun. Und er ist ein Feind alles Bösen. Das es ebenso in jeder Hautfarbe gibt. Charlie, was ist los? Ihr seid beide bedrückt, das spüre ich. Ja, Sam. Leider ist die Lage ziemlich ernst. Es herrscht Krieg. Mokashi. Der Häuptling der Nichoras wird den Treck überfallen und alle Bleichgesichter töten. Och, vor so einem roten Dorfbürgermeister haben wir doch keine Angst. Mein Vater wird Mokashi leben. So. Winnetous Herz ist schwer, wie ein Felsen, der nicht beiseite zu wälzen ist. Und sein Mund mag die Worte nicht sprechen. Aber Nizas Indi, der große Don,
Er ist tot. Tot? Nein, es kann nicht sein! Okashi hat ihn ermordet. Shiso muss heimkehren in sein Dorf und seinen Stamm führen. Was bedeutet das? Shiso? Was heißt das? Werden wir nun... Shiso muss nachdenken. Warte! Warte, lass mich bitte nicht allein! Lizzie! Die Nichoras könnten schon bald da sein. Wir müssen den Treck sichern. Los, bauen wir eine Wagenburg. Gut, zeigt uns, wie das geht. Julius, du kümmerst dich um alles. Ist ein einsamer Reiter in eurem Lager noch willkommen? Aber selbstverständlich. Wir haben sowieso gerade die ganze Bude voll. Darf ich mich vorstellen? Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstern, verwitwete Leiermühle. Argenté, Madame. Oh, jetzt spricht er meinetwegen auch noch Lateinisch. Julius, deinem Herrn, könntest du dir bitte mal ein Beispiel nehmen? Mein Name ist Grinley. Grinley, nennt man euch nicht den Ölprinz? Ja, ganz recht. Und ihr seid? Charlie Myers, Deutschland. Aber im Wilden Westen kennt man mich als Old Shatterhand. Und das hier ist Winnetou, Häuptling der Apachen. Was führt den weißen Mann hier in diese einsame Gegend? Geschäfte! Wichtige Geschäfte! Grinley? Mr. Grinley? Mein Name ist Duncan. Bankier Duncan. Endlich treffen wir uns hier. Und ich bin Buchhalter Bauer. Duncan. Sieht so aus, als hätten wir uns verpasst. Aber nun sind wir ja hier. Was sucht denn jemand, der mit Öl handelt in dieser Gegend? Mr. Grinley verkauft mir ein Ölfeld am Shelly-Arm des Rio San Juan. Mr. Duncan, etwas mehr Diskretion, wenn ich bitten darf. Was? Da oben soll's Öl geben? Im Leben nicht. Winnetou. Auch Winnetou hörte nie, dass dort das schwarze Gold fließen soll. Ich fürchte, Mr. Duncan, da irrt ihr euch, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte ja gleich meine Bedenken, Sir. Papa la Papa im Garten, immer mit der Ruhe. Wart ihr schon mal dort oben gewesen, Mr. Hawkins? Nein, war ich nicht. Ja, dann könnt ihr es doch gar nicht beurteilen. Warum nicht? Ich war auch nicht in Ägypten und am Nordpol. Wenn mir aber jemand erzählt, dass im Nil Buttermilch fließt und am Nordpol Palmen wachsen, so glaube ich es auch nicht. Warum zieht ihr die Sache ins Lächerliche? Seid ihr ein Geologe? Nein, aber ich habe gesunden Menschenverstand. Oh, den habe ich auch. Und dieses Gutachten. Na bitte, hier steht es. Schwarz auf Weiß. Glauben Bleichgesichter alles, was geschrieben steht? Ich muss doch sehr bitten. Wollen Sie mich etwa verdächtigen? Nein, aber wenn wir was Seltsames hören, sagen wir unsere Meinung. Wenn ich Miesepeter will, dann unterhalte ich mich mit... Wo ist er denn? Baumgarten. Aber Sir, es ist meine Pflicht... Such jetzt Baumgarten. Mr. Grinley wollte sofort zum Ölfeld aufbrechen. Es ist schon spät. Besser, wir bleiben hier. Morgen ist ja auch noch ein Tag, Mr. Duncan. Das Bleichgesicht spricht weise. Wenn ihr tut, soll Shatterhand schauen, ob Feinde in der Nähe sind. Meine Herren, darf ich zum Essen bitten? Oh, vielen Dank für die Einladung. Die Sache gefällt mir ganz und gar nicht, Quino. Mir auch nicht, Sam. Also, halt Augen und Ohren offen. Der Rastplatz ist klug gewählt. Aber Feinde können sich durchs Gebüsch anschleichen. Reiten wir, Charlie. Ach, und wenn ihr verrückten Kanto seht, dann hau ihm auf die Patsche, Hähnchen. Schick die gleich so zurück. Thank you.
Du schweigst. Schon so lange. Ich wüsste gerne, was du denkst. Ich fühle mich wie ein Ertrinkender, der in den Tiefen des Flusses versinkt, der nicht weiß, welcher Weg zur Sonne führt. Ich weiß, wie wichtig dein Vater für dich war. Nie habe ich Angst um ihn gehabt. Er war der große Donner, ein Häuptling so gewaltig wie das Grollen des Himmels. Nun ist er fort. Für alle Zeiten. Lass mich dir helfen. Ich will dir Trost spenden und Hoffnung geben. Unsere Pläne waren schön. Eine Farm. Nicht weit entfernt vom Dorf der Navajos. Ihrem Land, aber doch ein Ort nur für uns. Diesen Ort wird es geben, er wird unser Zuhause sein. Mein Platz. Er wird nicht an deiner Seite sein. Was redest du? Wir werden zusammen sein, so wie wir es uns erträumt haben. Es wird ein Traum bleiben. Mein Stamm braucht einen neuen Häuptling. Mein Volk braucht mich. Nicht erst in einigen Sommern, wie ich glaubte, sondern schon jetzt. Du bist neu in diesem Land. Für dich wäre es kein Leben in unserem Dorf. Woher willst du das wissen? Das ist meine Entscheidung. Nein. Mein Stamm wird gegen die Nichoras kämpfen und den Tod meines Vaters rächen. Es wird Krieg geben. Und du als meine Squaw wärst in größter Gefahr. Mokashi ist grausam. Und wenn schon... Hauptsache, wir beide sind zusammen. Liebst du mich denn überhaupt nicht mehr? Doch. Doch, und genau deshalb muss ich dich gehen lassen. Es ist entschieden. Ach, ist es das? Macht man das so bei euch? Einfach so? Es ist nicht einfach. Doch. Du stößt mich fort, obwohl ich um die halbe Welt gereist bin, um bei dir zu sein. Ich habe meine Heimat verlassen. Ich habe alles aufgegeben, um an deiner Seite zu sein. Und jetzt bist du zu feige, um für unsere Liebe zu kämpfen. Mein Platz ist bei den Navajos. Dann werde dort glücklich. Lizzie. Lass mich in Ruhe. Zur Hölle mit dir. Mit dir und deinem Volk. Mein Kind, was ist denn los? Nichts. Na, nach nichts sieht das aber nicht aus. Chiso, wir müssen das Lager sichern. Ich kümmere mich darum. Ich weiß, dass es jetzt nichts gibt, was dich trösten kann. Aber lass dir gesagt sein, dunkle Wolken ziehen vorüber. Ich will von ihm nichts mehr wissen. Nie mehr. Niemand. Mr. Hawkins, ihr wolltet mich doch daran erinnern, den Kanto um die Ecke zu bringen. Entschuldigung, war mir ganz entfallen, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, los! Minute, du noch Chippen!
Du hier? Ja, und du hältst jetzt besser dein Maul da! Sieg auf der ganzen Linie! Die Leute sind schön. Oh, nein, Herr Hawkins, sagen Sie mal, die Herren zum Pferd, das sind doch nicht etwa... Winnetou und Old Shatterhand. Das gibt's ja gar nicht, ich beglück das Bild sich. Hey, sehen Sie, Frau Ingersbach, das sind die strahlenden Helden für meine Heldenoper, jawohl, ich grüße Sie. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen, mein Name ist Canto Emeritus Matthäus Aurelius Hampel aus Kölsche bei Dresden. Können Sie singen? Nun, ich treffe mit dem Gewehr jedes Ziel, aber selten einen Ton. Wir müssen uns beraten. Gut, spannt die Pferde ein und schwenkt den Karren hinter die Felsen. Die weißen Kojoten sind in Fesseln, aber die Nichoras dürsten nach Blut. Komm zusammen. Warum musst du, Schwachkopf, mir immer in die Quere kommen? Aber ich wollte doch nur das Geld von der alten Scheckschraube. Oh, ich sollte zusehen, wie sie euch alle aufhängt. Aber das kannst du doch nicht machen. Ich bin doch dein Bruder. Ja, leider. Mhm. Und leider brauche ich dich noch und die Männer, also los. Ja. Geh da rein. Oh. Hier hast du ein Messer. Aber vorsichtig, schneid dich nicht damit. Zum letzten Mal. Wir ziehen das Ding am Klubi Water durch. Also, bis zu eurem Ziel ist es noch ein ganzes Stück. Winnetou und Old Shatterhand weisen euch den Weg. Ja, aber diesmal hoffentlich ohne Zwischenfälle. Noch oder ausnahmsweise einmal dasselbe. Lizzie, wir müssen noch mal sprechen. Ich wüsste nicht worüber. Gut. Hey, die Kerle gehen schlüpfen! Wie könnte das passieren? Das geht's doch gar nicht. Schieß du, schau doch mal. Und ich hab mich so auf den Gefangenen vorgefreut. Das ist höchst verdächtig, wenn ich mich nicht irre. Und los geht's! Wissen Sie was, Herr Hawkins? Dann nehmen wir jetzt die Verfolgung auf. Ja, kommen Sie! Abenteuer, Herr Hawkins! Abenteuer! Flieht, du ihr verfluchten Leichtgesichter! Die Nichoras kennen euer Ziel. Und sie werden euch folgen. Unsere Tomahawks werden schon bald Blut schmecken. Weißes Blut! Ja. Thank you.
Kriege der Nichoras! Hört die Stimme eures Häuptlings, die wie das Grollen des Donners über das Land klingt. Hier steht Mokashi, Häuptling der Nichoras. Die räudigen weißen Hunde sind bald in unserer Hand. Sie kommen als Räuber und Diebe, denn wir sind die wahren Herren über das Land am Shelly River. Sie wollen auf den Jagdgründen der Apachen siedeln und die Navajos erlauben es? Wer lädt die Heuschrecken auf seine Felder ein? Was würden die Weißen sagen, wenn wir zu ihnen kämen und uns ihr Land nehmen? Fortjagen würden sie uns oder uns töten. Meine Faust sollte jeden Weißen niederschlagen, aber sie ist zu stolz, ihn zu berühren. Wenn sie sich auf dem Land der roten Völker niederlassen, wird ihnen der Boden eine blutige Ernte bringen. Wir werden jeden weißen Amata-Fall töten. Bindet sie! Zuerst ist Quorn mit dem eisernen Tomahawk! Mokashi ist ein Coyote! Lieber wehrlose Squaws herfällt! Wehrlos? Ich muss doch sehr bitten! Dem da habe ich die Birne weich gekloppt und den anderen brenne ich jetzt noch ordentliche Ladung am Pelz! Nein! Es sind zu viele! Wir müssen uns ergeben! Ergeben? Niemals! Nicht, solange ich Rosalie, was macht geborene Mahnstöpfe mit den Leiermüller heißen. Die weißen Hunde können leben, aber nur, wenn sie ihre Donnerbüchsen sinken lassen. Sag mal, Julius, wenn du so weitermachst, bring ich dich zurück zu deiner Mutter. Her, um zu grinsen. Leute, ich glaube, Shiso hat recht. Wir müssen uns ergeben. Mach keine Dummheiten. Hier muss ein Missverständnis vorliegen. Mr. Häuptling, ihr werdet von meinem Anwalt hören. Ich fürchte, unser Anwalt wird nie wieder von uns hören. Papa la Papa im Garten, ich regel das. Mr. Häuptling, ich bin ein reicher Mann, ein sehr reicher Mann. Ich kann euch Geld geben, eine Menge Geld. Baumgarten. Sir, mit Verlaub, aber ich glaube nicht, dass Geld uns hier weiterhilft. Was sollen die Nihoras damit? Wir können es nicht essen. Wir können keinen Büffel damit erlegen. Es ist nutzlos. Aber gut. Kamaku, binde den Weißen mit zwei Fesseln. Er hat Geld. Ist doch hier. Die Nihoras sollen die Fesseln der Gefangenen lösen. Der Häuptling aller Apachen befiehlt es! Ja. Dein Wort ist nicht mehr wert als das Schnaufen meines Büffels! Die Nichoras erkennen dich nicht länger als Häuptling an. Und dennoch wird Mokashi für Winnetou kein Feind sein. Winnetou wird ihn achten, aber auch mit aller Kraft bekämpfen. Und wenn schon. Mokashi, lass die Weißen gehen, auf der Stelle! Mokashi wird seine Entscheidung bereuen. Bisher haben Winnetou und Shatterhand jeden Kampf gewonnen. Diesen werdet ihr verlieren. Ergebt euch, oder Shiso stirbt! Das wagst du nicht! Doch, Charlie! Mokashi redet wie im Fieber. Im Fieber des Hasses. Winnetou und Old Shatterhand werden sich in die Hände der Nichoras begeben. Siehst du, Julius? Das sind wahre Männer. Die haben all das, was du nicht hast. Sag kein Wort! Oh, my God.
Gefangenen in das Pueblo. Was? In dieses Loch wollt ihr uns sperren? Wo es kein Sofa gibt und keinen Stuhl, wo soll ich mich hinsetzen? Wo meine Wäsche aufhängen? Wo Feuer macht, wo Kaffee kocht? Ne? Knebel, die Squad, die spricht wie ein Krieger. Krieger, du, ich geb dir gleich einen Krieger. Aua! Aua! Au! Diese beiden Kojoten dorthin. Beschwören wir den Gott des Krieges. Mit dem Tanz der brennenden Lanzen. Dagegen, dass wir uns auf das Geschäft mit diesen Ölprinzen einlassen. Papa, der Papa, aufwarten! Kein Wort! Mr. Cranley! Mr. Cranley! Ich bin Ihnen unendlich dankbar! Aber ich bitte Sie, Mr. Duncan, das ist doch selbstverständlich! Wir müssen Chissot befreien und die Ebersbachs! Nein, das ist zu gefährlich! Aber wir müssen doch... Ja, später! Sehen wir nach den Gefangenen. Folgt mir, Krieger! Winnetou spürt, dass Quinta nicht fern ist. Der heilige Vogel wird auf den Schwingen des Windes gleiten und uns befreien, Charlie. Mein Bruder weiß und fühlt mehr als andere Menschen. Deshalb ist meine Hoffnung groß. Dort! Sieh! Das Feuerauge! Winnetou dankt dem heiligen Vogel. Ja gut, ich auch. Los, befreien wir die anderen. Ja. Leiser! Charlie! Lass mir doch von so einem Oberbürgermeister keine Angst machen! Anziehen! Ja, ja. Ich hole jetzt Chissot und euren Göttergang. Gut. Versteckt euch in die Felsspalte! Aber Julius! Wie konnten die Gefangenen fliehen? Mokashi sollte euch mit aller Härte bestrafen. Doch die Bastarde werden zurückkehren. Wenn wir in der Schlucht der ewigen Feuer die Gefangene zu Tode gemacht haben, Manitou wird die Nichoras strafen. Sag es ihm. Du wirst Manitou schneller sehen, als dir lieb ist. Soll Kamaku mit den Kriegern die Pferde holen?
Nein, noch ist Zeit. Wir brechen auf, wenn die Dunkelheit sich über die Prärie senkt. Ha! Wenn die meinen Julius reizen, da wird er zum Tier. Herrgott! Da können die Herren nicht Horas froh sein, wenn er sie nicht grün und blau haut. Mensch, leiser! Wir brauchen einen Plan, und zwar einen richtig guten. Sie wollen in die Schlucht der ewigen Feuer ziehen. Dort herrscht Manitus Geist und die Flammen, die in jener Schlucht brennen, die verlöschen nie. Ich wusste nie, ob das Schaman Hokus Pokus ist oder wirklich ein spiritueller Ort. Naja, jetzt werde ich es erfahren. Na, dann reden wir mit diesem Oberbürgermeister. Am Ende muss er ja vernünftig werden. Mukashi wird uns alle töten. Sein Hass ist so groß, dass er auch Frauen und uns Kinder nicht verschont. Wir bräuchten jemanden, der ins Lager geht und einen solchen Tumult verursacht, dass Mukashi nicht auf uns achtet. Das mach ich. Nein, Mukashi hat euren Ehemann und damit ein Druckmittel. Ihr würdet ihn in große Gefahr bringen. Ja, aber irgendjemand muss es doch machen. Ich meine, es müsste natürlich jemand sein, der so unheimlich bescheuert, ja, so unfassbar dämlich und bekloppt ist und weltfremd. Huhu, Frau Ebersbach. Herr Kantor, Sie werden es nicht glauben. Ich habe soeben von Ihnen gesprochen. Ach, wirklich, Frau Ebersbach? Ja, Sie sind ja auch so freundlich und dergleichen. Schön, euch alle so gesund und munter zu sehen. Die Nihonas haben den Treck überfallen. Sie bringen die Siedler in die Schlucht der ewigen Feuer, um sie dort zu martern. Himmelgesäß und Nähfaden klingen an einer verflixten Lage, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, aber wir hatten gerade die Idee, wie wir unbemerkt ins Lager kommen können. Und der Herr Kantor... Kantor Emeritus, bitte. Und der Herr Kantor Emeritus spielt dabei eine ganz tragende Rolle. Ja. Schleichen wir zu den Pferden. Unterwegs werden Winnetou und Shatterhand erzählen. Herr Kantor, ja. Ich wollte es Ihnen nur noch mal sagen. Ja. Es war mir eine solche Ehre, Sie kennengelernt zu haben. Ja. Herr Kantor, ja. Ich hoffe, Sie sind kein Feigling. Ah, ich? Ein Feigling? Also, nein. Nach der Sohn meines Vaters mit Cousinen. Wie bitte? Mit Nichten. Ach, die, ja. Also, pass auf. Sie werden den Nichoras ordentlich die Flötentöne beibringen. Komm schon. Ja, gut, wenn Sie meinen, dass das denen was bringt. Nicht, dann hier rein. Da in die Halle, Schmitze? Ja. Schmale Ritze? Butler kann es kaum erwarten, am Gloomy Water mit seinen Männern zu reden. Er hat einen Entschluss gefasst. Einen tödlichen Entschluss. Kommt runter! Ich habe euch etwas zu sagen. Mein Bruder hat den Verstand verloren. Der glaubt doch tatsächlich, dass er mit dieser Ölprinzmasche ganz allein absagen kann. Und irgendwann braucht dieser Bastard uns gar nicht mehr. Und wenn mein Bruder einen nicht mehr braucht, dann wird's gefährlich. Dann liegt jeder von uns, du oder auch du, ganz schnell 6 Fuß unter der Erde. Na, kommt mal hier. Ich hab was für euch hier. Ein Vorschuss auf bessere Zeiten. Wenn wir dem Bankier sein Geld abgeluchst haben, dann geht's meinem Bruder an den Kragen. Dann legen wir ihn um. Dann schießen wir ihn über den Haufen wie einen räudigen Kojoten. Und ich gebe das Kommando dazu. Habt ihr das verstanden? Ich kann es kaum erwarten, diesen Bastard blutend vor mir am Boden liegen zu sehen. Na los, Männer, an die Arbeit. Der Ölprinz wird uns bald seine Aufwartung machen. Die Schlucht der ewigen Feuer ist ein heiliger Ort.
an dem die roten Völker mit Manitou sprechen. Es heißt, der große Geist lebe in den Flammen, die wie von Geisterhand brennen. Hier will Mokashi, der starke Büffel, seine Gefangenen zu Tode martern. Den Atem des großen Geistes, der durch diese Schlucht geht. Die Nihoras töten ihre Gefangenen zu seinen Ehren. Mokashi ist ein Mörder! Mehr nicht! Shizo wird der Erste sein, der die ewigen Jagdgründe sieht. Er wird Mokashis ruhmreiche Vorfahren bedienen. Und ich werde dort auf dich warten. Für den feigen Mord an Itazini wirst du zahlen, Mokashi. Doch noch ist es nicht so weit. Beten wir zu Manitou. Kantor Emeritus ins Lager? Sag es mal, Herr Erzähler, wie soll ich mich hier unbemerkt anschleichen, wenn Sie es hier jedem erzählen, nicht? Tut mir leid. Ja. Ehrlich. Ja, ist ja nicht so schlimm. Dann wollen wir mal an, nicht? So, guten Abend, Herr Choras. Oh, bleiben Sie genauso stehen. Fantastisch. Genauso stehen bleiben. Oh, großartig. Wahnsinn, das erinnert mich an eine Szene aus meiner Heldenoper. Ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. Wirklich, Wahnsinn, ich habe was vorbereitet. So, muss mal atmen. Ne? Rennen Sie mal hier den Berg runter. Heieiei. So, Achtung, es geht los. Das war jetzt beinahe ein E, ein Fisch und ein H. Nicht? Ja. Ich habe Ihnen jetzt sozusagen die Flötentöne beigebracht. Sehen Sie... Wer ist das Bleichgesicht, dessen Worte voller Rätsel sind? Oh, verzeihen Sie, auch wie frech. Nein, ja, ich muss mich ja vorstellen. Also mein Name ist Cantor Emeritus Matthäus Aurelius Hampel aus Klotsche. Das liegt bei Dresden. Das kennen Sie vielleicht. Müssen Sie mit dem Schiff? Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Bleiben Sie doch ruhig. Ja gut, dann passen Sie zu. Hören Sie zu. Dann erzähle ich Ihnen nämlich jetzt, wie ich mir so den Anfang von meiner Heldenoper vorgestellt habe. Doppelpunkt. Also, folgendes. Also, wir befinden uns in einem Saal, nicht? Der Saal wird dunkel, das Licht erlischt. Das müssen Sie sich jetzt vorstellen. Es erlischt und wir hören auf einmal ein unheimliches Trommeln. Ne? Es trommelt so vor sich hin. Ja, Sie, ha, Sie, wären Sie mal so freundlich und würden mal unheimlich trommeln. Ja, trommeln Sie ruhig, trommeln Sie mal vor sich hin. Ja, fantastisch. Sein Naturtalent. Ja, oh, alle drei zusammen, großartig. So, und dann haben wir hier im Orchesterkram zu dem Trommeln, haben wir hier im Orchester, müssen Sie auch, also ich grab jetzt nicht, müssen Sie sich vorstellen, steht so ein kleiner Flötist, so ein Hagerer, mit so einem Spitzbärtchen. Und der hat so eine kleine Piccolo-Flöte. So, und der spielt Folgendes. Ja, ganz schön. Und dann haben wir hier noch einen Posaunisten. Das ist so ein langes Ding aus Blech. Nicht? Das hat man vergoldet, damit das Blech nicht abnutzt. Und der bläst Folgendes. Und dann haben wir noch einen Gitarristen. Nicht? Der steht ungefähr hier, beim Trommler. Und der zupft Folgendes. Bang, 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 bang,
hast großes, dickes, bauchiges. Also nicht ich, sondern die Bassgeige. Die steht hier. Und die spielt Folgendes. Ja, und dann kommen auf einmal von allen Seiten, von oben natürlich auch, aber von unten und von hinten und von vorne, kommen die ganzen roten Krieger reingehüpft und reingetanzt und reingerannt, ganz ausgelassen, wie so ein Stück Butter in der Bratpfanne. Ungefähr so. Und von hinten kommt dann so ein großer Hagerer, ja so ähnlich, so großer, nicht? Mit so einem Puschel auf dem Kopf und so einem langen Lendenschurz. Und der kommt rein, nicht? Also der ist so ein Apotheker, kommt rein. Also der Medizinmann, klar. Und dann hören wir auf einmal hier die wunderschöne Melodie von einer wunderbaren Violine. Voller Hoffnung, aber ein bisschen traurig. Oh, verzeihen Sie. Stimmt. Worüber nur? So. Verzeihen Sie. Ich bin etwas belegt. Wie ein Brötchen. La 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 la. Stimme. Ich spiele jetzt noch die erste Stimme. Mehr kommt jetzt nicht. Aber ich denke mal, Sie haben es verstanden. Und Sie werden jetzt hier nicht mehr die erste Geige spielen, Herr Makushi. So viel steht fest. Ja, und Sie hier alle, Sie gehen nämlich alle unter mit Trommeln und drei Trompeten. So sieht es nämlich aus. Ja, und Sie pfeifen auf dem letzten Loch. So. Aber vorher gibt es jetzt hier nochmal so ein dickes Crescendo, so ein schönes Finale, nicht? Und deswegen werden wir jetzt alle lauter und blasen mal alle richtig schön und in die Instrumente und werden lauter und lauter. Aber entschuldigen Sie, was ist jetzt? Ist jetzt hier kollektiver Hexenschuss oder was ist los? Da haben wir zu Hause einen Klotsch und gutes Mittel. Die roten Völker verehren Menschen mit verwirrtem Geist. Ihnen darf kein Haar gekrümmt werden. Ich verstehe nicht, verwirrter Geist. Moment mal! Hören Sie auf, das gibt's doch gar nicht. Meinen Sie etwa mich? Sie meinen doch mich mit verwirrter Geist und Sie glauben, ich sei Blem-Blem oder was? Ich bin hier eine Schucke. Hab ich hier nicht mehr alle Latten am Zaun oder wie? Oder alle Mummeln in der Tüte? Oder alle Kerzen auf dem Kronleuchter? Eine Frechheit ist das. Aber gut, dann gehe ich jetzt eben nach Hause. Ausrufezeichen! Verhandeln wir die Vorders. Wird alle Gefangenen gehen lassen. Niemals wird Mokashi das tun. Er will eure Skalps. Mein Skalp wollt ihr? Kein Problem. Steht euch aber nicht, wenn ich mich nicht irre. Lasst die Gefangenen gehen, auf der Stelle. Ja, ich hab dich schon vergessen, ne? Schön hoch die Patschehändchen. Auf, auf, auf. Na, Schmetterhänd, hab ich das gut gemacht? Wer sich mit Rosalie Ebersbach anlegt, bekommt es mit mir zu tun. Ich lass mir doch meinen Julius nicht wegnehmen. Lasst sie gehen. Und die Nichonas kehren frei in ihr Pueblo heim. Gut. Mokashi geht die Gefangenen frei. Der starke Büffel weiß, wann ein Kampf verloren ist. Verfluchter Mörder! Shiso wird dich richten. Nein! Winnetou gab sein Wort, dass sie gehen können. Der Bastard hat Nitazini getötet! Und deshalb wird ihn der einst Manitou strafen. Winnetou ist ein leichtgläubiger Kojote. Stirb, Shiso! Pass auf mal! Hier, Winnetou! Ah!
Winnetou hat gesiegt. Doch Mokashi mag leben. Und dennoch muss er die Schande ertragen, dass er ein Krieger ohne jede Ehre ist. Für diese Worte wird Winnetou zahlen. Mokashi ist schwer verwundet. Der starke Büffel wird sterben. So wie er es verdient. Shiso möge neben Mokashi niederknien. Nein. Er wird es tun. Um seiner eigenen Seele wegen. Vergebung, Shiso, ist etwas, das nur den Menschen gegeben ist. Dieser Krieger hat großes Unrecht getan. Doch wird er nun vor Manitou treten und seine gerechte Strafe empfangen. Manitou soll gehen. Mokashi kann nicht in seine Augen sehen. Winnetou wird bleiben. Denn trotz allem ist Mokashi ein Bruder für ihn. Shiso, es wäre ein Zeichen der Größe, wenn du Mokashi vergeben könntest. So furchtbar seine Tat auch war. Den Mord an Nizas Inu kann ich nicht vergeben. Shiso, Mokashi wird sich in den ewigen Jagdgründen vor Nizas Inu in den Staub werfen. In tiefer Demut. Die Angst vor dem Tod lässt Mokashi solche Worte sprechen. So ist es. Doch muss sie so wissen, dass der weiße Mann, der sich der Ölprinz nennt, die Nicholas für den Mord an Nizasini mit Feuerwasser und Donnerbüchsen belohnt hat. Der Ölprinz hat die Nicholas bezahlt? Er darf nicht entkommen. Er ist ein reißender Wolf, der nach Blut riecht. Er hat die Seelen der Nihoras vergiftet. Kamaku. Die Nihoras sollen ihn jagen. Seite an Seite. Mit Winnetou, Old Shatterhand und den Navajos. Als wahre Brüder. Ich verzeihe dir. Ich wäre es mir auch wert. Mokashi dankt dir. Winnetou ist stolz auf Shiso. Er hat bewiesen, dass er ein großer Häuptling sein wird. Ein Krieger, der für die Navajos durch jedes Feuer geht. Kayabe Manitou. Winnetous Herz ist auch schwer. Denn er hat gehört, dass sein Bleichgesicht den Nihoras getäuscht hat. Ein weißer Mann, der unsere Mutter Erde verletzt. Er bohrt Löcher in den Boden,
und sucht voller Gier nach dem schwarzen Gold. Andere Weiße vergiften die Flüsse, verbrennen die Wälder und zerstören Lebensraum von Mensch und Tier. Wer so etwas tut, darf nicht siegen. Es gibt viele Ölprinzen auf der Welt. Wir müssen sie aufhalten. Denn wer die Natur tötet, tötet am Ende nur sich selbst. Seien wir liebevoll zu unserer heiligen Mutter Erde. Das werden wir schaffen. Folgen wir seiner Spur. Wohin auch immer sie uns führen mag. Wisst ihr, wo ich diesen Ölprinzen sehen möchte? Hinter Gittern! Die Falle am Gloomy Water ist gestellt. Nur noch wenige Herzschläge sollen Duncan und Baumgarten zu leben haben. Mr. Cranley, dieses Reiten ist nichts für mich. Mir tut alles weh. Keine Sorge, Mr. Duncan. Eure Schmerzen werden bald vorbei sein. Todsicher. Nun, was sagt ihr? Habe ich euch zu viel versprochen? Nein, Mr. Cranley. Ich bin begeistert. All diese Bohrtürme. Sir, mit Verlaub. Aber ein Bohrturm beweist doch nicht, dass es hier Öl gibt. Ihr seid ein vorsichtiger Zeitgenosse, Mr. Baumgarten. Aber keine Sorge. Ich werde auch euch überzeugen. Männer, öffnet das Ventil. Fantastisch! Mr. Cranley, man nennt euch zu Recht den Ölprinzen. Wirklich beeindruckend. Ja, nicht wahr? Ja. Seid ihr nun auch überzeugt, Mr. Baumgarten? Voll und ganz, Mr. Cranley. Baumgarten, die Bankanweisung. Ich unterschreibe alles. Missy, ich glaube, es ist an der Zeit, mit den Herrschaften auf unser großes Geschäft anzustoßen. Zuerst müssen wir Chisot befreien. Naja, später. Meine Herren, dort in der Hütte ist alles vorbereitet nach. Sir, mit Verlaub, aber diese Hütte sieht nicht sehr vertrauenswürdig. Papalapapa und Garten, ihr seid ein unverbesserlicher Angsthase. Die Carmichael sitzen in der Falle. Was passiert hier? Mr. Cranley, dieser Mann ist mein Bruder. Und er wird diese beiden Dummköpfe in die Hölle befördern. Und dort wirst auch du landen, wenn du nicht genau das tust, was ich von dir verlange, du süßes Püppchen. Ihr seid elende Verbrecher. Ach, aber nicht doch. Sag mir so. Wir nehmen uns nur das, was uns wirklich gefällt. Es gibt Frauen, die finden das attraktiv. Ich nicht. Männer, die Lady gehört mir, sperrt sie auch in die Hütte. Die das tut, was man von ihr verlangt. So. Zeit zum Abrechnen. Was willst du denn jetzt schon wieder? Dass du mich nicht mehr so rumschubst. Männer! Oh, mein kleiner Bruder schafft es mal wieder nicht alleine. Er braucht fremde Hilfe. Oh Gott, wie erbärmlich du bist. In diesem Ton sprichst du nicht mehr mit mir. Ich rede mit dir so, wie es mir passt. Werd endlich mal erwachsen. Sei ein Mann, wenn du kämpfen willst.
dann lass uns kämpfen. Aber dann wie bei Ehrenmännern. In einem richtigen Duell. Vorausgesetzt, du traust dich da. Meinetwegen. Ich schieße sowieso besser als du. Na gut, dann hast du ja nichts zu befürchten. Die Regeln sind bekannt. Du zählst bis 15 und ich... Na Moment. So weit bist du ja in der Schule gar nicht gekommen. Okay, besser, ich zähle bis 10. Fangen wir an. 1, 2. Du verfluchter Bastard! Du hattest recht. Du schießt tatsächlich besser als ich. Ja, so weit durfte ich es nicht kommen lassen. Na los, Männer, leg ihn um! Jetzt bist du da. Ach, wirklich? Was soll das? Was soll das? Ihr habt hier da einen Schein von mir bekommen. Ja, aber ich habe ihn das Doppelte bezahlt. Wie eine Wablü, Bruderherz. Nichts geht mehr. Los, knallt diesen Idiot endlich ab. Great. Ich kann dir nicht leben! Den klär sie auf der Stelle raus! Na, dann holt sie euch doch! Wir sind ein hartes Stück Arbeit! Hinter den Bruders unter Wachos! Umstellt das Höhenfeld! Grindley! Ihr seid umstellt, ihr habt keine Chance! Verschwindet! Sonst jage ich hier alles in die Luft! Okay! Ihr habt es ja nicht anders gewollt! Na los! Schnell, hier drinnen ist alles voller Qualm und hier landet Pulver! Messi, ich hol dich da raus! Ich hau! Schieß ab! Wir kommen nicht hinter Ihrer Verteidigungslinie! Oh, ja! Habt ihr euer Berücksicht in die Tür gelassen? Verflixt und zugedehnt, wenn ich mich nicht irre! Winnetou ist wohl geflohen, der Feigling! Nein! Winnetou wird dich richten! Ölprinz! Ja! Ich habe die Taschen voller Dynamit. Damit jage ich euch alle in die Hölle. Ihr werdet vor allem den Ölprinzen im Staub liegen, im Dreck und im Blut. Fahrt zur Hölle! Dann grüß Satan von mir, du elender Bastard! Die Explosion hat die Schienen zerstört, der Zug wird entgleisen. Vorsicht, Winnetou! Verdammter Rotop! Der Ölprinz wollte Öl! Er soll darin baden! Der Teufel wird mich mit offenen Armen empfangen! Schieß auf! Vorsicht! Ich schieß die Tür auf! Thank you.
Möge Manitou dem Ölprinzen gnädig sein. Das wird er. Seine Gnade ist unendlich groß. Ich hatte Angst, dich zu verlieren. So große Angst. Das wirst du nie. Ich liebe dich. Dann könntest du dir mal ein Beispiel nehmen. Doch nicht hier. Wenn wir alleine sind, Casanova. Na komm! Und wir kehren nach Bautzwil zurück. Aber nur vorläufig. Es soll da Diamantenminen in Südamerika geben. Sir, mit Verlaub. Aber jetzt kündige ich wirklich. Papa la Papa im Garten. 3 Monate Kindkündigung frisst. Herr Hawkins, das wird ein großartiges Finale für meine Heldenoper, jawohl. Und im Schlussbild, Herr Hawkins, im Schlussbild wird es dann heißen, hier steht der Ölprinz schön und lässig, doch mit dem Öl... Da ist jetzt Essig. So, ich bringe Sie jetzt zum Land der Navajos. Da könnt ihr ein Konzert ausbauen und die Besucher mit eurer Musik quälen. Was heißt quälen? Herr Kantor, Abgang, und zwar in Dur. Und danke für alles. Ich auch bei dir. Bitte. Shiso wird nun die Stämme der Navajos und Navajos führen. Winnetou, der Häuptling aller Apachen, wünscht es so. Navajos und Nichoras werden von nun an wahre Brüder sein. Das werden sie. So wie Nizas Inis gewollt hat. Wir wünschen euch alles Gute. Ihr werdet sicher einen Weg finden. Das werden wir. Hauptsache, wir beide sind zusammen. Möge Manitou über euren Weg wachen. So ist für uns nun die Stunde des Abschieds gekommen, mein Bruder. Ja, mein Weg führt mich zurück nach Deutschland, wo ich in Büchern über unsere Abenteuer berichten werde. Auch vom Kampf gegen den Ölprinzen. Winnetou weiß, dass die Gedanken seines Bruders immer bei ihm sein werden. Egal wie viele Meere, Berge oder Täler zwischen uns liegen. Am Ende kehrt Charlie zu den Apachen zurück. Und ich freue mich heute schon darauf. Mein Bruder. Auf geht's! Atatitla! Selbst in dunkelster Nacht gibt es eine Hoffnung. Die Hoffnung auf einen neuen Morgen, der Manitus weite Prärie in Sonnenlicht taucht und die Herzen aller Menschen wärmt. Ensemble. Als Siedler, Ölarbeiter, Gangster und Krieger von den Stämmen der Nichoras und Navajos. Unsere Kleindarsteller. Applaus.
wird weiter Komparsen. Allen voran. Pferdewirtin Hanna Schöppner. Die fliegenden Stars stammen von der Bibernpfeifnerei. Ist dieses Team zur Stelle. Stunt Operations. Als Kamaku und Jackson sahen sie Sascha Fiebel. Sechsten Jahrzehnt am Kalkberg, diesmal als Bankier Duncan und Nizas Ivi, Harald Vitore. Den Spionenwirt Penny und den Sekretär Mr. Baumgarten spielte Stefan Tölle. Unserer Freilichtbühne als Schiso Jan Stapelfeld. In der Rolle der Missy erlebten sie Melanie Böhm. Der Häuptling der Nichoras war Fabian Monasterios. Der Mann, der sich nie irrt, Sam Hawkins, gespielt von Yogi Kaiser. Matthäus Aurelius Hampel, genau richtig für Patrick L. Schmitz. Unsere Allzweckwaffe, diesmal als Gangsterboss Butler, Yoshi Peters. Winnetous Blutsbruder, Old Shatterhand. Morgenstern, verwitwete Leiermüller, die unvergleichliche Kathi Karrenbauer. Der Prinz Winley war kein geringerer als Sascha Hehn. Rolle des Winnetou, Alexander Klar.